Balu. Ich glaube, du musst mal in dein Bett. Ja. Herr Balu. Ganz fein Pipi machen. Fein. Komm mal vorne. Oh, guten Morgen. Es ist gar nicht mehr guten Morgen. Hier ist die Überraschung, es ist gar nicht mehr morgen. Es ist am späten Nachmittag, früher Abend. 20 vor 6. Ja, wir sind ja jetzt quasi Eltern. Und da vergeht der Tag so schnell, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Rasant. Also man kommt ja nicht mal zum Duschen und dann ist es schon wieder du Abend, obwohl man gar nichts geschafft hat. Doch, aber man kommt kaum dazu. Aber wir dachten, wir berichten jetzt mal ganz kurz von der Nacht und diesem Tag. Fangen wir an mit der Nacht. Was hast du da? Nein, 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 nein. Hilfe, warte mal. Das ist nicht gut. Da weiß man schon, Kinder können an solchen Tüten ersticken und du bist ja ein Kind. Wer hat denn die ganzen Sachen da liegen gelassen? Ach, war das deine dumme Mutter? War ich das? Ja, das ist komplett richtig. Ja. So, neuer Versuch. Ich musste gestern sehr lachen. Was haben wir gedacht? Dass trotz meiner unfassbaren Vorbereitungen, es war eine Vorbereitung, als würde eine ganze Schulklasse eine Klassenfahrt machen nach Südamerika. So hatte ich gepackt. Wir haben von diesen ganzen Sachen genau eine Sache benötigt. Und zwar sein Spielzeug. Ja, den kannst du mal zeigen. Den Elf. Den hat er geschenkt bekommen. Und den hat er geliebt. Der hat ihn sehr beruhigt während der Fahrt. Ja. Oh, ja. Alles gut. Und die Decken, auf denen lag er. Ansonsten haben wir einfach gar nichts benötigt. Er hat nicht gefressen, also nicht, sollte er nicht machen. Er hat nicht getrunken. Wir mussten keine Pause machen, wir brauchten keine Pipi-Unterlagen. Er hat nicht gekotzt, einfach gar nichts. Er hat gespielt, gejault und geschlafen. Was machst du denn da? Ich hab hier so einen Schnipsel, das will ich abmachen. Okay. Achso, wenn ihr jetzt sehen wolltet, was danach dann noch passiert ist, das seht ihr auf seinem OnlyFans-Account. Da müsst ihr zahlen für. Muss ich auch. Also. Genau, und dann kamen wir an. Wir mussten ihn, er lag ja dann irgendwann so entspannt auf dem Rücken in dieser Känguru-Haltung.
dass wir ihn wecken mussten, als wir da waren. Das war auch, das war amüsant. Und dann haben wir ihn reingebracht, sind direkt mit ihm im Garten. Der hat einen See gestrüllt, damit könnte man einen Staudamm zum Bersten bringen. Und wir waren sehr gespannt, wie er so die Wohnung aufnimmt und auch so Geräusche. Er hat super gemacht. Also er hat sich die Wohnung ganz interessiert angeguckt, aber auch wenn er irgendwas angestupst hat und es ist umgefallen, hat er sich nicht erschreckt. Hat sich kurz so umgedreht, aber ging eigentlich. Und er weiß, dass er, wenn er sein Futter kriegt, dann muss er sich hinsetzen und warten, bis er das Kommando bekommt. Das war auch alles völlig unentspannt. Wir haben einen 10 Kilo Futtersack mitbekommen von seinem entspannt. Alten Futter. Entspannt. Oh. Nicht schlimm. Entspannt. Und dann ging es eigentlich an die Schlafsituation schon. Und da war ja die Idee, das Ganze mit einer Box zu lösen, vor allem mit dem Hinblick darauf, dass es ja heißt, da kommt er zur Ruhe und vor allem aufgrund der Stubenreinheit, dass es deutlich einfacher ist, aber er wird sich nicht in sein eigenes Nestchen pinkeln. Genau, weil das bei Hunden so ist. Die pinkeln niemals oder machen ihr Geschäft nicht da, wo sie schlafen, weil sie einfach geile Leute sind. Ja. Und deswegen war die Idee, eine Box zu haben. Er ist mit der Box nicht so richtig warm geworden. Das war für ihn, glaube ich, mehr so ein Eingesperrtsein als ein zur Ruhe kommen. Weil er braucht, also er kommt auch so sehr gut zur Ruhe. Also er braucht jetzt nicht Hilfe, um sich irgendwie... Glauben dir. Also er liegt da ganz entspannt. Mal gucken. Wir haben auch, wir hatten Futter reingelegt und ihn so von alleine da reingehen lassen in diese Box. Hat eigentlich auch alles gut geklappt, aber nachts hat er dann angefangen zu jaulen und zu jammern. Zu jammern und hat dann auch so immer mit der Pfote so gegen das Gitter, so dass ich vor allem, glaube ich, ich finde das nicht so gut. Ich würde es gern anders lösen. Aber vielleicht nochmal zur ersten Nacht. Wir hatten so ein bisschen überlegt, wie macht man das? Stellt man sich Wecker? Dann haben wir gehört, nee, wenn er schläft, schlafen lassen. Und er wird sich schon melden, wenn er muss. Und da dachten wir, ja gut, dann machen wir einfach, der wach wird, kümmert sich. Ja. Und wir waren noch relativ lange wach. Waren auch die letzte Runde noch relativ spät. Ja. Deswegen war erstmal eh Ruhe. Und dann bin ich schlafen gegangen. Also wir lagen dann in seine Box da neben uns am Bett. Ich hatte ja diese tolle Konstruktion gemacht. Das heißt, er war am eigentlichen Fußende, aber da wir uns umgedreht haben, am Kopfende. Wir waren beide direkt vor ihm, konnten unsere Hände so an die Box stecken, damit er da merkt, dass wir da sind und er nicht alleine genau. ist. Genau, so. Und da wir uns das ja fair aufgeteilt hatten, der es zuerst hört, der kümmert sich dann. War ja auch alles gut. Und ich drehe mich noch ein letztes Mal kurz um und sehe, Ariane hat Kopfhörer drin. Das, die Messe ist wohl gelesen. Ich weiß, wer sich kümmern wird. Nee. Ich dachte mir, na gut, wer zuerst hört, der geht. Alles klar. Okay, das muss ich kurz klarstellen. Du hast schon geschlafen. Ja. Ich konnte noch nicht schlafen, weil es alles sehr aufregend war. Ich habe mir einen Kopfhörer reingemacht auf einer Seite und habe einen Podcast angemacht und habe auch eingestellt, dass wenn die Folge zu Ende ist, dass das aus dem Noise-Canceling-Kopfhörer kein Ton mehr kommt, sondern einfach nur noch Noise-Canceling. Das ist kein Noise-Canceling-Kopfhörer. Ich habe eingestellt, dass die App dann beendet wird. Und das heißt, ich habe noch eine halbe Stunde Podcast gehört und dann war ja wieder alles frei. Und es ist kein Noise-Canceling-Kopfhörer, sondern ganz normal. Mhm. Das heißt, ich höre da normal durch und hatte ihn auch nur auf der einen Seite und da lief ja auch nichts. Und auf der anderen Seite lagst du. Also das heißt, wenn er unter der Matratze gequengelt hätte, dann hättest du es auf jeden Fall gut gehört. Naja, ob es jetzt am Kopfhörer lag oder nicht, ich bin dann in der Nacht mit ihm zweimal raus. Ich bin auch wach geworden. Du bist auch wach geworden. Balu, Ruhe! Nee, das stimmt nicht. Nein, ich bin mit ihm raus, einmal um... Oh, warte mal ganz kurz. Ich sag mal, jetzt musste alles ganz schnell gehen. Da ist gerade das erste Mal was daneben gegangen. Er hat eigentlich schon die ganze Zeit geschnüffelt, aber wir waren einfach zu dumm, das zu verstehen. Ich dachte, er schnüffelt einfach nur auf dem Boden rum. Aber diese Stelle hat er sich gerade auserkoren, um dahin zu pinkeln. Ich habe ihn dann sehr schnell gepackt und in den Garten getragen. Und dann hat er da auch nochmal gemacht. Also er hat unterbrochen, das ist, glaube ich, das Wichtige. Was hat er? Er hat unterbrochen, das ist das Wichtige. Ja, das stimmt. Und oh, haben wir die ein bisschen erschreckt, ne? Entschuldigung, zu gut gemacht. Mina hat so geschrien. Wir wollten jetzt eigentlich das Video weiter aufnehmen, aber Balu lässt uns nicht, beziehungsweise der wollte unbedingt zu uns rauf aufs Sofa. Aber unsere House Policy ist no dogs on the sofa. Da meinte Bene, komm, dann setzen wir uns runter zu ihm, aber ich passe da nicht mehr hin. Ich warte mal, bis ihr euch da rausgekickst habt. Ja, der will jetzt meine Burgerfinger. Das ist ja angenehm, das ist so ein... Massage? Ja, das ist massagemäßig. Ja, du Süße. Das ist auch angenehm wahrscheinlich, ne? So, jetzt geht's mal weiter hier. Aua, er beißt mir in die Achsel. Ja, weil es da so gut riecht. Au! Er ist gerade ein bisschen knabberig. Hallo. Nicht in den Kehlkopf beißen. Jetzt schlafen wir, okay? Dieses Atmen auch.
Der hat gerade seine 5... Aua, aua! Aua, aua! Nicht in den Po! Beißen! Aua! Der hat seine 5 Minuten! Aua, aua! Nee, nee, nee! Das immer wieder. Echt jetzt? Er muss jetzt gerade... Er kämpft mit dem Elf. Er kämpft echt mit dem Elf. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir stehen geblieben sind. Du hast gesagt, dass wenn man sich... Kommt, nein! Nein! Das ist gut. Versucht sein Körbchen zu zerlegen. Dass du hast gesagt, dass man sich Kopfhörer reinmacht, dann ist es klar, sehr wahrscheinlich, dass der andere oder die andere... Aber wir haben die Nacht dann irgendwie mal so hinter uns gemacht. Ich war um 3.30 Uhr einmal mit ihm draußen und dann um 6.30 Uhr wieder. Und dann bin ich mit ihm aber auch unten geblieben. Und dann war die Nacht beendet. Naja, dann habe ich hier auf der Couch weiter gedöst und er hat hier auf seinem Bett unten komplett entspannt geschlafen und war völlig, völlig entspannt. Und hat dann auch, keine Ahnung, bis wann gepennt. Ich kam dann um 8.30 Uhr gemütlich dazu. Ja. Und dann haben wir, ehrlich gesagt, den Tag entspannt hier rumgedödelt. Und haben aber auch noch über die Situation mit dem Schlafen geredet. Und ich finde es, na, was heißt schwierig? Aber wie bei allen Themen rund um den Hund, ist es so, dass egal, ob es um Futter geht, wie kriegt man den Hund Stuben rein, wie soll er schlafen, was soll er fressen, spazieren gehen, Kommandos, Erziehung. Es gibt immer mindestens zwei Meinungen, wenn nicht sogar mehr. Und gerne sind die total konträr. Also genau 180 Grad in die andere Richtung. Manchmal sogar 360 Grad. Dann sind die eigentlich wieder bei der gleichen Meinung, aber sind trotzdem der Meinung, dass sie ganz anderer Meinung sind. Aber was das Thema Stuben reinbekommen und Schlaf angeht, es gibt eine Fraktion, die sagt, Box oder ähnlicher Verschlag, Hund rein, also nicht einfach rein natürlich, sondern ihn langsam mit Futter dran gewöhnen, Tür offen lassen, dass der Hund freiwillig rein kann. Und diese Fraktion sagt halt, dass der das dann auch tagsüber als Rückzugsort nutzen kann. Und die andere Fraktion sagt, dass das schon an Tierquälerei grenzt, dass das quasi Zwang ist, dass das gegen seine Natur ist, dass das gegen sein Nähebedürfnis ist. Und dann haben wir heute noch mal so ein bisschen recherchiert, was es noch für Möglichkeiten gibt. Ich wollte erst was bauen. Stimmt. Naja, warte, das große Problem mit diesem Stuben reinkriegen ist halt, dass sobald die Hunde einen Platz zur Verfügung haben, der nicht ihr Schlafplatz ist, können sie halt selber selbstständig quasi als Freelancer, müssen eine Steuernummer anmelden und dann können sie diesen Platz auserkoren. Ist es ein Verb? Sie können ihn auserkoren? Sie erkoren ihn aus? Wie sagt man das denn? Sie bepissen ihn. Ja, also sie pinkeln dann einfach dahin, wenn es nicht der Schlafplatz ist. Wenn es der Ort ist, wo sie schlafen, dann machen sie da nicht hin, weil das ihrer Natur widerspricht. Und dann machen sie halt auf sich aufmerksam und winseln und jaulen. Dann kann man sie rausbringen. Wenn wir jetzt einen Teil abtrennen im Schlafzimmer, wo er sich nachts aufhalten kann und da ist sein Körbchen drin und noch ein bisschen Holzboden oder Teppich oder wie auch immer, springt er einfach aus seinem Körbchen raus, sagt sich, okay, in mein Körbchen machen. Nein, 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 das macht kein braver Hund. Aber das ist ja ein wunderbares Plätzchen Erde hier. Diese 30 cm Quadratzentimeter Parkett, die schnappe ich mir. Das heißt, es ist auch keine Option. Und du wolltest dann erst, ja, was wolltest du bauen? Zwischen Bettende und Wand hier diesen klassischen Wäscheständer hinmachen. Mhm. Und dann kann er da auch nicht durch. Und dann hat er da auch einen kleinen Bereich, wo er schlafen kann, aber wo er auch jetzt nicht so viel schlafen kann. Ich habe erstens keinen Bock, die nächsten Monate mit einem umgeklappten Wäscheständer im Schlafzimmer auf dem Boden stehen zu schlafen. Und, dass ich jetzt schon wieder traumatische Erlebnisse nachts hat, weil der Wäscheständer umfällt. Aber wir haben mal so ein bisschen geguckt und es gibt so Hundelaufställe, wie für Kinder eigentlich. Wahrscheinlich sind es die gleichen, die werden bloß umgelabelt und sind nochmal 30% teurer oder 50. Und dann haben wir überlegt, einen so kleinen aufzustellen, dass wirklich nur das Körbchen reinpasst. Im Grunde unterscheidet es sich gar nicht groß von der Box, nur dass es zu den Seiten hin frei ist und vor allem nach oben hin. Und wenn es dann nicht... Wow, jetzt ist er halt umgefallen. Ist aus seinem Bett gefallen. Geht's, oder? Ich glaube, es geht nicht. Es ist schwer verletzt. Bewegt sich nicht mehr. Schwer verletzt im Herzen. Aufgrund der Scham. Wow, jetzt ist er auch... Es ist so eine Übersprungshandlung. Jedes Mal ist er einfach eingeschlafen in dieser Position, wie er aus dem Körbchen rausgefallen ist, ohne sich zu bewegen. Ach, sie sind so süß, aber sie werden so schnell groß. Jedenfalls haben wir gedacht, wir probieren es vielleicht bei ein, zwei Nächten mit diesem Laufstall aus, in der Hoffnung, dass er sich damit wohler fühlt. Ich könnte mir vorstellen, dass er wirklich damit kein Problem hätte dann nachts. Heute ja. Bin ich mit Kopfhörern dran. Ja. Heute setzt du Kopfhörer auf. Ach so, das habe ich ja völlig vergessen. Wir waren heute schon im Café mit ihm. Und Gassi natürlich. Wir sind das erste Mal mit ihm vor die Tür gegangen. Bei Garten, das kennt er ja natürlich, aber jetzt wirklich so durch Straßen, wo viele große Häuser sind, wo Autos sind, wo Menschen sind, wo Hunde sind, das kennt er gar nicht. Hat er aber richtig gut gemacht. Das hat er sehr gut gemacht. Genau, und im Café fand er auch interessant. Das Bemerkenswerte bei dem finde ich, das finde ich wirklich krass. Das hat mich schon fast sprachlos gemacht, heute, ehrlich gesagt. Ich würde sagen, dass ich das sehr rührend... Nee, rührend nicht, aber ich finde es wirklich bemerkenswert. Egal, was für ein Geräusch zu hören ist, was für ein Krach zu hören ist, ob irgendwo was runterknallt, ob da ein Laster zischt, ob ein Kind schreit. Er dreht sich zwar um und ist so, huch, was ist das jetzt? Und guckt dann interessiert, aber er erschreckt sich nicht. Also er ist weder verschreckt dadurch, noch verängstigt. Der Schwanz wedelt.
Er guckt glücklich, er ist eher ganz neugierig und läuft auch auf andere Dinge so ganz neugierig und interessiert zu. Ist die ganze Zeit fröhlich wie so ein, wie aus so einem Disney-Film. Fröhlich durch die Stadt getragen. Ich hab's. Ja. Cool. Und jetzt machen wir mal das Gitter auf, ne? Yo! Was? Du musst es anders zumachen. Nein. Das geht jetzt seit Minuten so. Falls ihr euch fragt, was er da anknurrt. Sein Spiegelbild. Wir haben schon alles versucht. Wir haben das Licht ausgemacht. Wir sind mit ihm an die Scheibe rangegangen. Wir haben versucht, ihm das lieb zu zeigen. Wir haben gesagt, dass er aufhören soll. Na gut, muss er lernen. Ist nur ein Spiegelbild. Aha, okay. Aber jetzt geht's los. Weil du scheint das alles auch sehr interessiert zu verfolgen. So, jetzt können wir es hier, wir stellen es ja wieder hier ans Bett. Wir haben ja gerade Kopf, wie nennt man das? Kopf und Fußende getauscht. Ich würde hier vorne an die Kopfseite, dann sind wir beide da, können beide mit ihm sprechen. Ich habe hier noch ein altes Bettlaken, das können wir dann reintun, damit da gar kein Holzboden ist, sondern nur Kuschelhöhle quasi. Ja, und dann Körbchen. So, das ist die Situation. Oh, ich bin echt gespannt. Ich glaube, das könnte funktionieren, weil so hat er genug Platz, um sich zu drehen, um sich auf diesem Ding zu drehen. Er lässt auch manchmal so den Kopf drüber hängen oder die Pfoten. Aber er müsste halt wirklich auf seinen Schlafplatz pinkeln und das machen sie ja angeblich nicht. Hallo? Geht ihr nochmal raus? Ja, wir gehen nochmal raus und dann gucken wir noch ein bisschen Fernsehen. Okay. Guck mal, wer fast durchgeschlafen hat. Die kleine Maus mit ihrem Schlagstock. Guten Morgen. Ja. Heilig versprochen, dass wir das nur jetzt machen, weil Balu so unruhig war. Der wurde in seinem alten Zuhause oft auf den Schoß genommen im Garten. Wir wollen ihm das natürlich abgewöhnen, beziehungsweise wollen das nicht etablieren, dass er sich damit dann beruhigt. Aber der war so unruhig, jetzt durfte er kurz auf den Schoß. Jetzt schläft er da, jetzt ist alles gut. Wir sind immer noch sehr intensiv dabei, ihm das alte Wort zu unlearnen quasi und ihm das neue Kommando für du darfst dir jetzt dein Fressen holen beizubringen. Wir haben den schlauen Tipp bekommen, dass man erst das alte Wort einmal sagen soll und dann das neue. Das klappt mittel, ehrlich gesagt. Mittlerweile hört er nicht mal mehr aufs alte, aber wir probieren es mal weiter. The Magnificent Baloo. Das mit dem Sitz macht, sagen wir ihm übrigens gar nicht. Er hat das gelernt in seinem alten Zuhause. Und los.
Dann sag einmal das, warte mal, sag mal einmal das Alte und dann das Neue und dann aber nicht mehr das Alte. Einfach einmal. Hopp, und los. Dem läuft halt schon der Speichel. Und los, Balu. Und los. Ja, fein. Und los. Ist ein Fortschritt. Und los. Du darfst es nicht. Los, und los. Uns wurde auch der Tipp gegeben, dass man einfach dann gehen und soll. Los. Irgendwann nimmt er sich schon, aber wir glauben ehrlich gesagt nicht, dass es passiert, weil er einfach so... Und los, Balu. Fein. Ja, und los. Na gut. Also verhungern wird er nicht bei uns.